Moinsen und willkommen zur dritten Aufnahme von Vanilla Minecraft. Bei mir ist halt mal wieder dabei Gastkommentator Gifty. Tag. So, ich hoffe, jetzt läuft's. Mein Timer läuft, Aufnahme läuft. Audacity brauche ich ja nie, wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Läuft. Gut. Ich bin maximal verwirrt, frage nicht nach Sonnenschein. Echt nicht begeistert. So, deswegen dritte Aufnahme, weil ich in der ersten Aufnahme hatte ich Probleme wieder mit meinem Aufnahmeprogramm. In der zweiten Aufnahme hatte ich dann Probleme mit meinem Timer, weil ich den nicht gestellt habe, weil ich wollte ja keine Überlänge machen. Damit ist das jetzt die dritte Aufnahme. Timer läuft, dann die Aufnahme läuft, ich laufe gerade hin und her. Alle guten Dinge heißen doch immer, es sind drei. Ja, beim dritten Mal hat es jetzt auch funktioniert. Ach, ich bin so stolz auf dich. Ah, danke schön. Jetzt fühle ich mich richtig gebauchmietzelt. Ach, bin ich wieder ein Süßholzraspel. Ja, du musst aufpassen, dass du auf deiner Schleimspanne ausrutschst. Ich sitze. Da hast du Glück. Nee, aber ich bin froh, dass es eben halt jetzt wirklich an dem Aufnahmeprogramm lag. Ja, Fraps ist doch was Feines. Ich bin zu blöd zum Laufen. Das ist ja nichts Neues, deswegen fährst du auch immer Fahrrad. Ich bin doch so ein Arschloch. Vielleicht mögen mich deswegen wenig Menschen, weil ich so ein Arschloch bin. Könnte sein. Oder weil du so ehrlich bist. Und das manche nie vertragen. Na, das oder so. Der Glastunnel wird jetzt endlich mal wieder weitergebaut. Und Gifty hat mir vorhin so einen schönen Hinweis gegeben, was ich da noch bauen könnte. Ich wollte da noch ein Strandhaus bauen. Falls ich irgendwo mal einen Strand finde. Mhm. Und da will ich eventuell sogar einen Swimmingpool dazu bauen. So mit obligatorischem Sprungbrett. Geronimo! Au. Deswegen werde ich mich dann mal mit meinem Surferbesitzer unterhalten, dass du freigeschalten wirst. Wenn er es nicht macht, gibt es auf der 12. Wenn er immer noch blöde fragt, gibt es noch einen auf der 12? Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt einen Surfer gesponsert kriege. Also. Er kriegt doch keinen auf die 12. Nee. Es ist zwar in dem Sinne so wie du im Endeffekt, große Fresse nicht dahinter, aber das muss eben halt in der Freundschaft sein. Ja, klar. Also, wenn man sich nicht gegenseitig necken kann, dann funktioniert eine Freundschaft nie. Da ist irgendwas faul. Richtig. Selbst wenn es irgendwie knistert in der Freundschaft, es muss einfach mal knistern, ansonsten explodiert das Ganze und es kommt alles auf einmal raus und das muss ja auch irgendwo nicht sein. La la la. So, und... Ne, da ist kein Glas drin. Ja, ist das eigentlich schon ganz... Hier oben ist auch noch kein Glas drin. So viel zu, es sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Das Glas, wie machst du das? Mit Sand und... Sand? Was, mit Sand und Sand? Ja, Sand in den Ofen schmeißen. Ja, aber da braucht man doch hier die Zweige noch dazu, oder? Ja, Kohle, logisch. Zum Anfeuern des Ofens, aber ansonsten brauchst du nicht dazu. Ach, es geht so Kohle? Ja. Moment. Hast du das noch nie gewusst, dass es in Minecraft Kohle gibt? Doch, das weiß ich schon, aber ich dachte immer, das ist mit den Zweigen. Deshalb habe ich jetzt gerade Baumschrotung betrieben. Nee, deswegen, das berühmteste Lied, was ich je gehört habe, das ist von Gronkh. Und zwar der Kohle-Song hier. Kohle, 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 Kohle. Du hättest auch ganz anders machen können. Du hättest auch einfach die Baumstämme in den Ofen reinschmeißen können. Gibt's Holzkohle? Man merkt, ich habe Minecraft noch nie lange. Ja. Oh, der zweite Teilabschnitt ist bald fertig vom Tunnel. Ich find's gerade geil. Oh, ich freue mich. So. Was da? Ja, ich bin eigentlich, wie schon gesagt, mit dem ersten Teilabschnitt so gut wie fertig. Das ist positiv. Finde ich doch ein bisschen toll, dass es jetzt echt so erstens mit den Aufnahmen klappt, zweitens mit dem Ton klappt. Hätte ich jetzt echt nie gedacht.
Und drittens eben halt jetzt auch mit dem Autsch, Glas klappt. Das funktioniert ja wirklich. Was? Der Kohle und im Sand. Ja. Denkst du echt, denkst du jetzt, ich hab dich verarscht? Nein, würdest du nie tun. Na, ist ja klar, du haust ja Kohle in den Ofen rein, um irgendwas zu braten. Und ich hatte gelesen, dass man dazu nur die Zweige nehmen kann. Wo hast du das schon wieder gelesen? Frag mich bitte nicht, ich weiß es nicht mehr. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich... So. Cool, jetzt habe ich einen kleinen Zug gebaut. Geil. Okay. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Na, ich habe eben halt eine Lore losgeschickt. Und die Lore hängt jetzt vor meiner Lore, in der ich gerade sitze. Cool. Ja, wenn eben halt diese befeuerten Loren wieder funktionieren, dann kannst du auch richtige Züge draus bauen. Deswegen finde ich eben halt auch den Materialcraft so geil, weil du hast so den richtigen echten Zug. Und du kannst eben halt den Zug vorne dranhängen und hinten bis zu 5 oder 6 Waggons, die der Zug dann zieht. Cool. Ist eigentlich richtig geil gemacht, der Mod. Oh, schon Skelett. Ich muss weg. Feigling, lass mich in den Baum. Ahnung ist alles. Na, das oder so. Nee, aber ich find's klasse, dass das jetzt funktioniert. Klar, es wird weiter durchgejagt, das ist schön. Da tricht das leer, hier ist noch 15 drin, teilen wir mal auf, hauen wir nochmal hier rein, hier ist auch nochmal 15 drin, teilen wir auf, hauen wir auch nochmal hier rein. Läuft. So, ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht komplett für den Arsch. Wieso? Ja, ich weiß nicht, ich habe immer so ein ganz blödes Gefühl, wenn ich irgendwie was Neues ausprobiere oder teste, dass da irgendwie was nicht funktioniert. Ach so. Ja, eben halt meinem obligatorischen Schiss in der Hose. Das Problem kenne ich. Oder eben halt wie damals eben halt die Boyband hieß hier, Code in the Egg. Was in die Ecke? Nee, Code in the Egg, verstehst du? Kacke in der Ecke. Ah, so geht's auch. Nee, aber ich find's klasse. Toll. Premium. La 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 la. Ja, hör mal bitte auf zu singen, ansonsten verliere ich Abonnenten. Das klingt auch richtig hardcore. Ist so liebesgewürzig. Nee, bei mir, ich bin ja nie auf sowas aus, ne? Also, ist ja alles bei mir bloß freiwilliger Basis. Aber trotzdem darf ich nicht singen. Eine Scheiße auch. Wer sich die Videos angucken will, der kann's machen. Wer mich unterstützen will, kann's auch machen. Aber wie schon gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Wer keinen Ohrenkrebs haben will, der sollte es lassen. Ja genau, wer keinen Ohrenkrebs haben will, der drückt oben bitte jetzt das X. Obwohl, das sei eh schon zu spät. Hey. Jetzt eitel ich hier schon wieder rum wegen dem verdammten, vermaledeiten Glas. Läuft doch bei dir. Wo ist denn der Ausgang? Na, hab ich hier noch irgendwie Brot gemacht? Das ist Kartoffel, das sind Hühnchen, das sind... Ach, hier ist Brot. Wasser, was ist jetzt mit Wasser? Ich hab einen falschen Stein abgebaut und da kam Wasser. Achso, H2O aus dem Klo. Nee. Von oben. Hab ich auch mal irgendwo gelesen, dass das Klo in der Toilette sogar sauberer sein soll als Mineralwasser. Ja. Ja, ist ja logisch, weil unsere Trinkwasserversorgung bzw. unsere Leitungswasserversorgung, die hat einen extrem hohen Standard. Die ist glaube ich noch höher als für Mineralwasser, das ist das, was ich so krass finde. Ja, nicht. Da geht's jetzt Menschen wie den Leuten. Jetzt habe ich gerade eben einen Wasserfall erbaut. Ja, die Wasserfälle bei Ark. Ich bin mal gespannt, wann die mal eine komplett neue Karte bei Ark einführen.
Wäre arktastisch. Naja, so zum Beispiel mit dem riesigen Wasserfall oder so, das sieht bestimmt Premium aus. Blöde Weil Spinne. ich bin ja so ein Naturfan durch und durch. Ich bin jetzt zwar kein aktiver Naturschützer, weil genauso wie mit dem Kyoto-Protokoll, ich finde das schwachsinnig. Oder dieser CO2, angebliche CO2-Surplus, also dass wir zu viel CO2 in die Luft stoßen, ist genauso Humbug. Aber das ist eben halt so ein endgültiges, leidiges Thema. Jetzt funktioniert auch das mit dem Rüberziehen noch perfekt. Ist das nur Schwachsinn oder nee? In meinen Augen ja. Ich habe da Dokumentationen gesehen, im Internet rumgelesen, verschiedene Quellen da angezapft, die sagen, dass mit dem Erderwärmung ist Humbug, dass die Erde alle paar Jahrzehnte macht die das durch. Aber ich bin, ja, es ist wirklich so. Die Erde macht, glaube ich, alle 50 oder alle 100 Jahre eben halt so einen Wechsel zwischen Kalt- und Warmperiode durch. Und deswegen ist das eben halt jetzt, dass wir jetzt zurzeit in der Wärmeperiode sind und dann später sind wir wieder in der Kälteperiode. Ja, irgendwie muss ja die Erde auch existieren, irgendwie. Richtig, irgendwie. So, Pi mal Daumen. Minimal. Du Zombie, geh von meiner Türe weg. Negativ. Ja, negativ. Ja, jedenfalls, man sagt zwar, das Internet besteht aus 99% aus Lügen, ist falsch. Aber dass da bloß 0,5% die Wahrheit ist, das stimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eben halt wirklich verschiedene Personen aus verschiedenen Gruppen eben halt das Gleiche sagen. Also, dass sie sich da abgesprochen haben. Und vor der industriellen Revolution war, glaube ich, sogar ein bisschen mehr CO2 in der Luft als jetzt. Okay, auch mal interessant zu erfahren. Naja, das ist wirklich sehr interessant. Wohlgemerkt, das ist Kyoto-Protokoll. Das hat innerhalb von 2 Jahren so viel Geld geschluckt, dass du die komplette dritte Welt, ich glaube, 3 oder 4 Jahre damit füttern Ernähren kannst. kannst. Genauso wie dass die meisten Leute jetzt sagen, es gibt jetzt aber neuerdings zu viele Wirbelstürme in Deutschland, ist nicht korrekt, weil Wirbelstürme haben wir schon seit Jahren. Ja, eben, wollte gerade sagen, die haben wir schon seit Jahren, bloß in letzter Zeit ist es halt häufiger, dass es uns selber auffällt. Nee, es ist in letzter Zeit so, dass eben halt jeder Hinz und Kunst ein Smartphone hat und den Kappes dann fotografieren kann. Weißt du, dass ich Creeper hasse? Ja, die sind lustig. Ich bin so stolz auf mein Haus. Bumm. Dieser dumme Creeper musste das Ding gerade in der Luft fast jagen. Nee, ist in Ordnung. Nee, weil Ich. das Problem ist eben halt, dass jeder Hinz und Kunst eben halt, wie schon gesagt, ein Smartphone hat. Ja, und dann Und wird alles dokumentiert und richtig. yeah, sieht ordentlich episch aus, was auch immer und keine Ahnung. Genau. So, und deswegen ist eben halt die Sichtungen von Tornados komischerweise in den letzten 20 Jahren gestiegen. Was Schwachsinn ist. Es gab nämlich mal eine Dokumentation, ich glaube, das war sogar Welt der Wunder oder Quarks und Co. Was, vor allem Quarks und Co. habe ich sehr, sehr gern geguckt. Und dort hatten die eben halt gesagt, dass Wirbelstürme schon seit Jahrtausenden in Deutschland existieren, bloß dass es uns eben halt noch nie so extrem aufgefallen ist wie in den letzten Jahren. Ich habe damals Welt der Wunder gerne geguckt. Kommt der Clip auch nicht mehr, oder? Kam eigentlich erst Pro immer auf 7. Pro7 und dann auf RTL 2. Na, warum die aber auf RTL zurückgewechselt sind, weiß bis heute keiner. Und es war aber auch nicht mehr dann das, was es mal war. Mit dem Hendrik Hai. Oh, ich habe eine Nachricht gekriegt. Neue Aktivitäten zum Video Let's Play Ark Survival Evolved. Aha. Oh, positiv, positiv. Ja, kann aber auch negativ negativ sein. Ist egal, wir sehen alles positiv. Warte Wo mal, ist mal. meine Spitzhacke? Nee, die Person kenne ich schon, die hat mir schon öfters mal Kommentare geschrieben. Ach so. Da möchte ich jetzt mich in diesem Video bedanken. Dankeschön für deinen Kommentar. Slot, oder wie heißt der? Slot. Ich freue mich, bei dem freue ich mich immer, auch unter anderem, dass der mir mal schreiben tut. Der hat mich ja schon seit, ich glaube, das war mein vierter Abonnent, der mir eben halt da Kommentare unter dem Video geschrieben hat, so nach dem Motto, mach's gute Arbeit.